Mein Name ist Stefanie Marolf. Ich bin Dozierende für Geschichte und politische Bildung und ich forsche zur Geschichte der politischen Bildung in der Schweiz. Bereits im 19. Jahrhundert war es für den Bund ein zentrales Anliegen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch genügend Staatskundeunterricht bekommen. Und weil das ja aber die Aufgabe der Kantone ist, musste er ein Mittel finden, wie er das überprüfen kann, dass diese Kantone auch hier genügend Primarschulunterricht anbieten und dann eben auch genügend staatsbürgerlichen Unterricht. Und er hat dann eine Lösung gefunden, indem er in den 1870er Jahren pädagogische Rekrutenprüfungen eingeführt hat. Das heißt, die jungen Männer mussten bei der militärischen Aushebung eine Prüfung ablegen in Rechnen, Lesen, Schreiben und Vaterlandskunde, also politischer Bildung. Und der Bund hat dann diese Resultate ausgewertet und ein Ranking, also eine Rangliste erstellt, je nachdem, wie die Kantone abgeschnitten haben. Und das ist noch ganz spannend, beispielsweise im Jahr 1876 hat dann der Kanton Bern, der ja Bundeshauptstadt ist, extrem schlecht abgeschnitten in diesem Ranking. Er hat nämlich den 21. Platz belegt und Sie können sich vorstellen, dass dann die Presse das gnadenlos ausgeschlachtet hat. Aufgrund von dem hat eigentlich dann der Kanton Bern und auch alle anderen, die schlecht abgeschnitten haben, sehr viel Geld in das Bildungssystem investiert und es kam so zu einem regelrechten Schulwettbewerb. Also ich finde es spannend, dass eigentlich die Konzeption hinter der politischen Bildung, also das Verständnis von politischer Bildung, über die Jahrzehnte sich sehr stark gewandelt hat. Und darum ist es wichtig zu sehen, dass eigentlich die politische Bildung nie losgelöst vom gesellschaftlich-historischen Kontext betrachtet werden kann. Also jetzt gerade bei diesen pädagogischen Rekrutenprüfungen, die wurden zu Beginn des Ersten Weltkriegs abgeschafft, aus Zeitmangel, und dann wieder eingeführt. Weil dann wurde plötzlich der Ruf nach einer besseren staatsbürgerlichen Erziehung, Ausbildung der Jungen wieder stark, weil natürlich im Zweiten Weltkrieg sich die Schweiz als direkte Demokratie sehr stark isoliert sah und auch zunehmend diese Feindbilder, also die antidemokratischen Ideologien im Ausland Oberhand bekamen. Dieser Ruf nach politischer Bildung oder auch die Aussage, dass unsere Jugendlichen allenfalls zu wenig politische Bildung haben oder sich zu wenig für Politik interessieren, das zeigt sich in meiner Recherche in den Zeitungen beispielsweise, dass man immer wieder solche Headlines liest und dass sich das wie zu wiederholen scheint. Und ich erhoffe mir eben mit der Analyse dieser Geschichte der politischen Bildung, dass man vielleicht auch den aktuellen Diskurs etwas besser kritisch reflektieren und auch einordnen kann und vielleicht sogar auch ein Stück weit relativieren kann.